Hallo, meine lieben Freunde, ich begrüße euch zurück. Voller Elan zu einem neuen Part von Mario & Luigi Dream Team, Bro. Ja, im letzten Part haben wir die nächsten Orte dieser geilen Stadt erkundet. Außerdem wollten wir zur Bergtour. Nur leider war dieser Muscolone, oder wie er heißt, nicht aufzufinden. Und deshalb haben wir jetzt die Aufgabe, erstmal nach ihm zu suchen. Ja, ist ja krass, nicht wahr? Ja. Und ja, wir sind jetzt hier einmal durch, würde ich sagen, in der ganzen Stadt hier. Wir werden jetzt hier einmal durch. Aber, um weiterzukommen, gibt es ein kleines Nebenquest sozusagen, was uns auch hilft, zu einem Attackenfragment zu kommen. Und das machen wir bei ihm. Oh Mann, wieso bin ich nur so ein Feigling? Ich muss es doch nur einfach sagen. Willst du mich heiraten? Das war doch eigentlich auch die Mission dieser Reise. Und dieses Geschenk, das ich für besorgt habe. Total alberner Kinderkram. Keine Chance, dass sie meinen Antrag annimmt. Ich bin echt geliefert. Sag sie doch einfach, wenn du sie echt liebst und sie auch deine Gefühle erwidert. Hey Jungs, toll seht ihr aus mit diesen schicken Schnauzern. Ich wette, die machen euch irre populär. Ja, doch im Ernst. Ja. Naja, jedenfalls brauche ich eure Hilfe, weil ihr so populär seid. Könnt ihr etwas finden, das mich bei meinem Heiratsantrag hilft? Ein Geschenk halt. Nicht zu protziges, aber schon elegant. Oh, da ist sogar noch mehr. Wenn ihr das packt, gebe ich euch alles, was ich habe. Oh, danke. Seid ihr dabei? Ja, aber sicher. Danke. Einen kleinen Vorschuss für euch habe ich auch. Oh, danke. Gibt ihr mir schon das direkt, okay? Vielen Dank. Ach ja, was soll ich vergessen? Wenn ihr mögt, nehmt das hier mit. Ach, die Puppe. Eine Plüschpenne-Henne. Ich brauche es sowieso nicht mehr. Und mir ist jemand im Laden aufgefallen, der es wirklich haben wollte. Oh, Schatz, das ist eine Blume. Ich zähle auf euch beide. Findet etwas Schönes und dann kommt her und zeigt mir, was ihr ausgesucht habt. Ist doch gar nicht so schwer, ist jetzt doch schon gesagt. Oh, geh doch einfach in den Blumenladen und kauf dir eine Blume. Oh Gott. Nett, der Laden ist wirklich gut sortiert. Hier macht es sogar Spaß, sich nur das Angebot anzusehen. Okay. Ist hier irgendwer? Hier haben sie auch keine. Wisst ihr, ich suche nach einer Plüschpenne-Henne. Scheint so, als wären die überall ausverkauft. Ist im Moment halt irre populär. Tja, und ich denke mal, ihr habt auch keine. Was? Ihr habt doch eine? Ist ja krass, Mann. Ist das etwa eine Plüschpenne-Henne? Mein kleiner quengelt schon ewig deshalb. Bitte, hab dein Herz. Bitte wirst du sie mir abgeben? Na gut. Du wirst die Plüschpenne-Henne ab. Ja, ihr Superstars, vielen, vielen Dank. Mein Kleiner freut sich ein Loch in den Bauch, wenn er das hier sieht. Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Hier für euch. Eine seltene Frucht. Ich glaube, das hier ist auch etwas ziemlich Seltenes. Leider interessiert sich mein Kleiner nicht die Bohne dafür. Ist eine Frucht und sie erinnert mich ja schon an irgendwen. An irgendjemanden, der exotische Aromen zu schätzen weiß. Irgendwo im Hotelbezirk. Na, und wisst ihr noch, wer das ist? Genau, wenn ihr nicht wisst, dann empfehle ich euch den vorletzten Part. Oder ihr guckt gleich rein. Ja, ihr habt es vielleicht schon bemerkt, es ist hier so eine Art Tauschgeschäft, was wir jetzt hier machen müssen. Also sozusagen ein bisschen von The Legend of Zelda. Like. Genau, und der Yoshi, der hier oben ist, der wollte ja was Leckeres essen, was selten ist. Und deswegen kriegst du ja was. Wenn ich eine seltene Frucht finde, sag mir bitte Bescheid. Ach, bitte sehr. Ja, hallo, was ist denn das? Ist das eine Frucht von dieser Insel? Die muss ich probieren. Bitte darf ich die seltene Frucht haben? Ja. Denke schon. Das ist so super. Dann tauschen wir. Bitte nimm das hier. Ein Yoshi-Ei. Oh, ich bin sicher, ihr habt sowas schon öfter gesehen. Aber jemand in der Nähe der Ausflugsagentur wollte auch so eins. Okay. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wer das war. Aber wir gucken mal. Wir fragen einfach mal durch. Oh, eine Pennehenne. Das ist so süß. Und was ist dein Job? Etwas süß sein? Okay, dann ist es das nicht. Wart ihr schon in der Ausflugsagentur? Nee, der nicht. Der ist es nicht. Du? Nee, der war das auch nicht. Das war der alleine ist. Moment, dann bist du das.
Mario, Luigi, wie geht es euch? Auf dieser Insel gibt es wirklich eine Menge Yoshis. Ich muss euch unbedingt jetzt verraten. Ich wollte schon immer mal ein echtes Yoshi-Ei sehen. Ja, dann bitte sehr. Schön in Rot. Warte mal, Mario, das ist doch ein Yoshi-Ei. Unglaublich, darf ich es mir mal ansehen? Ja. Wenn ich was dafür bekomme. Wirklich, ich darf es haben? Danke, vielen Dank. Meine Güte, dieser Punktmuster ist so unglaublich hübsch. Und es passt perfekt zu dem Muster auf meinem Kopf. Wir sind füreinander gemacht. Hier, es ist zwar nicht viel, aber ich hoffe, es gefällt dir. Ein Prinzessin Peach Porträt. Ich habe nur ein Foto gemacht, seit wir auf dieser Insel angekommen sind. Zu wissen, dass die Prinzessin meines Landes so beliebt ist, macht mich als Mitglied dieses Hofstaats ehrlich stolz. Na, wisst ihr auch, erinnert ihr euch auch noch, es gab jemanden, der unbedingt ein Foto von Peach haben wollte. Nur ich weiß jetzt nicht mehr, wo der war, aber ich kann mich daran erinnern. Es gab so einen Toad, der unbedingt ein Foto von Peach sehen wollte. Oder war das jemand anders? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall wollte irgendjemand ein Foto von Peach sehen und sie wollte das, denke ich mal, nicht. Ja, heißt mal wieder suchen. Suchen, suchen, suchen. Wenn nicht, kann man doch diesen anderen da fragen. Der weiß noch mehr Genaueres dazu. Er hier. Ja, ich weiß, das soll ich mein Mädchen mit diesem Foto eifersüchtig machen? Seid ihr denn total verrückt? Das kann ich doch nicht machen so. Das hatte ich auch nicht vor. Aber ich kenne jemanden, der das Foto echt gern hätte. Gesehen habe ich ihn bei den Ruinen. Hat er irgendwas geforscht? Ach nee, ja. Ja, das war der, dieser Block-Dingsbumster, dieser Block-Bewohner da. Stimmt, ich erinnere mich wieder. Ich dachte, das wäre ein Toad, aber nee. Das war dann der andere. Aber es ist mir schon klar, dass du das nicht zeigen willst. Da kann ich dich schon verstehen. Genau, das war nämlich er hier. Ja, bitteschön. Ein Foto. Frisch gedruckt. Das ist unmöglich. Das ist wirklich ein Prinzessin Peach Porträt. Bitte lass es mich mal ansehen. Ja, bitteschön. Was? Ich kann es wirklich haben? Im Ernst? Dankeschön. Ich meine, es ist zwar nur ein Foto. Was für ein Foto? Bitteschön, im Wasserzeichen meines Dankes. Ein Ruinenbuch. Ah ja, und dann möchte ich das haben. Im Laden war so ein Spinner, der das Buch unbedingt haben wollte. Aha, okay. Danke für den Tipp. Also Laden. Ja, jetzt ist es ein bisschen hin und her rennen und ich weiß, es ist nicht so spannend. Aber ich glaube mal, es wäre ganz cool, wenn wir die Sachen bekommen. Und ich kann euch auch versprechen, wir werden hier auch noch auf Kämpfe stoßen. Aber ich denke mal, eventuell gegen Ende des Parts oder erst im nächsten Part. Aber ich versuche mich natürlich ranzuhalten. Nur wenn man leider nicht weiß, wo diese Orte sind für diese Tauschgeschäfte, dann ist das ein bisschen schwierig. Naja, wir werden hier auf jeden Fall schon jemanden finden, der dieses Buch haben möchte. Bestimmt noch einer von euch, ne? Nee, der nicht. Der auch nicht. Du? Nee, der auch nicht. Hä? Da muss ich doch nochmal den anderen fragen. Und nein, ich weiß, du willst dir auch kein Buch abgeben. Kann ich auch verstehen. Wie nasse Socken, oder? Ach so, ja, okay, jetzt weiß ich auch wieder, wer damit gemeint ist. Das ist derjenige, der im Hotelbezirk war. Nämlich da in diesem einen Haus, da wo diese ganzen Bohnlingen sind. Oder, nee, das war sogar der, oder? Nee, der war es auch nicht. Okay, dann war das doch der andere. Okay. Hier. Genau, der hier wollte das doch, ne? Hä? Ja. Gerade weiß ich nicht weiter. ja, was für ein rundlicher Bohnling. Das ist was von Laden geredet, aber da gibt's doch keinen. Hä? Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Oder vielleicht ist er in einem anderen Laden drin. Kann man ja nochmal gucken. Jetzt hänge ich aber ein bisschen. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch ja nicht, ey. Ja, dann muss es der sein hier. Ja, okay, der ist es, okay.
Hätte man mir auch mal genauer sagen können, was das jetzt für in welchem Laden ist. Nur einfach Laden sagen, da komme ich auch nicht weiter. Gut, ich hätte natürlich auch genauer lesen können, was das jetzt ist, aber naja. Und was kriegen wir von dir? Ein Königin Marmella-Porträt. Ja, da wissen wir auch schon, wer das bekommen will. Die Königin des Bodenlandes. Zu sehen in Mario und Luigi Superstar Saga, was ich auch noch nie gespielt habe. So, ich meine diese... Da war so ein Bodenling, der da in der Ecke rumgeflennt hat. Weil der so Heimweh hatte. Und der kriegt jetzt das Foto. Und ich glaube, wir werden auch gleich die Kamera, glaube ich, bekommen von dem Toad, der da oben ist. Ja, hier, bitteschön. Was denn das? Ist das etwa... Nein, das ist doch ein Königin Marmella-Porträt. Bitte, bitte, kann ich es haben? Ja, bitte. Juhu, die Königin Marmella. Ich bin so glücklich. Vielen, vielen Dank. Ich wünschte, ich könnte euch etwas zum Dank geben, aber ich habe nichts bei mir. Oh, Moment. Doch, hier ist etwas. Okay. Eine verlorene Kamera. Ja, und das ist natürlich klar, wer die hier haben will. Hat er die sich einfach gehortet hier? Einfach was gestohlen hier. Tja, das geht ja gar nicht hier. Aber so läuft das ja eigentlich immer. Was gefunden wird, das wird eigentlich meistens selber genommen. Naja, hier hast du deine Kamera wieder. Wahnsinn, das ist doch meine Kamera. Gib sie mir bitte wieder. Ja, hier. Ich brauche sie eh nicht. Mario ist nicht so, und Luigi ist nicht so begabt, Fotos zu schießen. Ich muss euch zum Dank etwas schenken, aber ich glaube, ich habe gar nichts bei mir. Oh, wartet mal. Ich habe was beobachtet, als ich meine Kamera gesucht habe. Ihr wisst doch, am Eingang der Stadt gibt es diese beiden Brunnen. Ja. An der hellen Stelle im Gras zwischen dem linken Brunnen und im Sonnenschirm. Ich habe gesehen, wie ein Vogel etwas vergraben hat. Ist doch nicht lange her. Okay. Keine Ahnung, ob das irgendwas Nützliches ist. Könnte auch ein ganz normaler Samen sein. Aber egal, was es ist, ihr könnt es auf jeden Fall euch einmal ansehen. Wenn ihr wollt, geht einfach danach suchen. Ich denke, das sollten wir auch mal tun. Was könnte da ein Vogel vergraben haben? Einen Kissoring! Er sieht echt antik aus. Ja, und wenn die Frau von ihr, also wenn die Frau von ihm da nicht steht, oder zumindest eher die Freundin, dann weiß ich selber nicht. Aber geglitzert scheint das ja nicht so zu haben. Aber gut, Vögel vergraben ja gerne was Glitzerndes. Naja. Hier, bitteschön, hier hast du das wieder. Oder hier hast du was, was du ihr geben. Oh, ist das etwa... Oh, wow, das ist doch ein unglaublich wertvoller Kissoring. Ihr Jungs, seid nicht nur toll, ihr seid auch toll. Ihr seid echt toll. Hihihi, wird ausflippen, wenn sie diesen Ring sieht. Heißt die echt Gnihihi? Oh Gott. Also gut, ich bring's hinter mich. Ich halte jetzt um ihre Hand an. Los, mach. Hihihi. Wieder auf einmal welche rauskommen. Hey, Gnonoho, was ist denn auf einmal los? Bitte, hier für dich. Was, für mich? Danke, ist wunderschön. Und ich, wirst du, wirst du, wollen wir, was ist denn los mit dir? Willst du meine Frau werden? Oh, da hat er sie ja für mich angeschrien. Das war so romantisch. Und was für ein wunderbarer Ring du für mich besorgt hast. Meine Antwort ist natürlich ja. Hurra. Love is in the air. Das verdank ich durchbeiden. Na gut, jetzt muss ich dich wohl bei Zeitabmachung erfüllen. Versprochen ist versprochen. Ein One-Up-It. Eine Herzbohne Plus. Eine Siegerhose. Ein Schlapphammer. Ja, fantastische Arbeit geleistet. Ihr seid echte Genies der Geschmackbefungung. Ja, geil. Einfach nur geil. Aber wir haben coole Sachen bekommen. Das muss man mal so sagen. Okay, eine Siegerhose. Hui, Verteidigung wird erhöht.
Und die macht bei Luigi sogar noch mehr Sinn. Dann kriegt sie Luigi. Und die andere Hose kriegt die dann Mario. Ne, die passt schon. Die passt schon. Okay, und dann haben wir noch einen Hammer bekommen. Der Schlapphammer. Der würde Mario erhöhen. Bei Luigi nichts bewirken. Okay, dann krieg ich den Mario. Aber gut, dann ist ja schon wieder dieser Kugelhagelhammer weg, ne? Womit man dann... Nee, passt schon. Moment mal, Kämpferhammer. Nochmal kurz gucken eben. Nee, passt schon so. Reduziert eventuell Angriff von getroffenen Gegnern. Das ist natürlich auch geil. Das können wir natürlich gerne mitnehmen. Gut, verzichten wir dann auf diese Kugeln. Okay. Gut. Ja, dann sind wir soweit ganz gut ausgerüstet. Aber wir haben noch ein bisschen was Weg vor uns. Und das tun wir dann auch, indem wir bei diesem Dorfplatz jetzt hier runtergehen. Da konnten wir im letzten Part noch nicht lang gehen, sozusagen, weil da ja noch die ganzen Leute hier stehen. Aber jetzt können wir hier unten lang. Und erforschen unbekanntes Terrain. Und hier gibt es auch ein Attackenfragment. Das ist cool. Und neue Leute hier, aber die werde ich jetzt mal nicht vorlesen. Die kommen denn da hoch? Keine Ahnung. Ach, wird bestimmt eine Möglichkeit geben. Was zum Teufel? Oh, neue Kandidaten. Voller Elan und mit gut gepflegten Bärten. Wollt ihr wissen, was hier abgeht? Ja. Nur hier, bei uns, läuft die tolle Trickathlon. Oh ja, trick euch. Ja, Tricks drauf. Dann zeigt sie hier und holt euch tolle Preise. Toll. Total verrückt. Was? Ihr habt da keine Tricks drauf? Ist nicht euer Ernst? Meint ihr etwa, ich hätte euch eure gut gepflegten Bärte nicht bemerkt? Dazu die Overalls im Partnerlook und der Rest des Outfits in Rot und Grün farblich aufeinander abgestimmt. Das sieht wirklich jeder gleich. Ihr beiden seid doch Clowns. Was? Nichts? Ich wieder und mein loses Mundwerk, aber ihr beide seht wirklich aus wie ein Sketch von zwei Personen. Vielleicht kennt ihr beiden ja ein paar Zwei-Personen-Tricks oder so. Grübel. Hey, was ist denn das? Damit könnt ihr im Paar arbeiten und Gegner weichklopfen? Unglaublich, toll! Stark, faszinierend. Jungs, genau das ist doch, was die Leute sehen wollen, versteht ihr? Ihr müsst es ja nicht jetzt direkt machen. Kommt einfach vorbei, wenn ihr die Stimmung für Tricks seid. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Quatsch mich einfach an. Ja, super. Ja, macht schon. Ja, ich glaube aber hier lassen wir es mal lieber bleiben. Oh, Gegner, lass mich... Oh, nicht die blöden Krebse. Ich mag die Krebse nicht. Naja, gut, wir müssen uns jetzt hier merken... Ich muss mir jetzt auch erstmal das Angriffsschema von denen... Okay, ich hab's verstanden. Also erstmal greift einer... Okay, keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Naja, egal. Okay, ja, wie gesagt, diese Camo-Raske, wie man schon bemerkt hat, sind sehr, sehr nervig. Ja, die das war dumm. Ja, die greifen nämlich erst Mario an und... Oder zumindest greifen sie einen an und den anderen, den sie dann angreifen, der ist dann, der wird von dem Stein auch getroffen. Aber gut, wenn sie nicht angreifen, ist es ja super. Wie gesagt, verteidigungsmäßig haben die so gut wie gar nichts drauf. Das merkt man schon. Naja, was soll's. Okay, was haben wir hier? Ein Felsbrocken. Wir können in die Traumwelt gehen. Okay. Ich würde sagen, das machen wir auch gleich. Aber vorher holen wir uns noch das Attackenfragment. Welches sich hier befindet. Nochmal ein paar Coins noch abgreifen. Ja, wobei, der Part geht auch schon wieder voran. Na, ich würde sagen, das wäre eher was für den nächsten Part. Aber wir haben schon das 7. Attackenfragment. Fehlen nur noch 3. Und die werden wir bestimmt auch noch finden. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn euch der Part gefallen hat, hoffe ich, ihr schaltet auch im nächsten Mal wieder ein. War ja ein lustiges Tauschgeschäft, was mit Liebe belohnt wurde. Ja, und dann wünsche ich euch noch alles Gute, einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Von Mario & Luigi, Dream Team Bro, in der Traumwelt. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann, tschüss. Oh yeah.